Super sauberer Start von Mike. Fahrzeug 1, weil die Hendrich fährt sich einen kleinen Posten raus, soll ich tun schreiben. Fahrwerk in der Aktion und der Rock von Fahrzeug mit der Nummer 5. Jetzt ist Toni Streit in der Bock. Wird von Fabian Erhard angegriffen. Toni Streit wieder dem Fahrzeug mit der Nummer 2. Fabian Erhard, das Fahrzeug mit der Nummer 3. Das weiß auf der Geraden. Vorne weg der Valentin Hemmrich. Doch, ist das Fahrerfeld ziemlich dicht beisammen. Toni Streit konnte wieder ein bisschen in die Luft rausfahren. Jetzt kommen wir 1 Sekunden auf Valentin. Wir setzen ja Daniel Hohlgemuth in die Nummer 5 angereicht. Hier Tobias Vogel. Auch sehr spannender Zweikampf. Ganz eng geht es zur Sache. Durch den Zweikampf Tobias Vogel und Daniel Hohlgemuth konnte Fabian Erhard sich ein bisschen freifahren. Kann wieder auf den Königstreit aufschießen. Tobias Vogel hört sich noch kurz, nimmt Angriff auf den Fabian Erhard gleich vor. Daniel ist heiß, der will nach vorne. Zweieinhalb Sekunden hat der Führende schon Abstand rausfahren auf den Tonstreit. Tonstreit nach wie vor unter Bedrängnis von dem Fabian Erhard. Daniel Hohlgemuth jetzt im Kofferraum von Fabian Erhard, der jetzt abreißen lassen muss von Toni Streit, um sich selbst zu verteidigen. Position 3 und 4. Ah, Fahrfehler von Daniel Hohlgemuth gedeckelt. Somit auch der Tobias Vogel wieder vorbei und das Ganze geht von vorne los. 3 Minuten 30 noch Zeit. Toni Streit hat jetzt auch den Kopf frei, wird jetzt versuchen, auf den Valentin Hettich wieder Bodenbruch zu machen. 2,4 Sekunden ist der Abstand zum Führenden. Valentin Hettich jetzt vom Fahrerstand vorbei zum Auto. Sehr saubere Fahrweise.